Zurück zu einer neuen Folge von Day of the Tentacle. Wir sollen jetzt hier die Pläne von Dr. Edison finden und dann mit dieser Batterie können wir dann auch mit für Hoagy Strom erzeugen. Der befindet sich ja gerade 200 Jahre in der Vergangenheit. Ja, und die Laverne, unsere Freundin, die befindet sich dann 200 Jahre in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob die überhaupt zusammen sind oder einfach, ich denke mal, sind einfach nur WG-Mitbewohner, die drei. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Tja. Und ich glaube, dann können wir jetzt auch nicht hochgehen, wenn der Dr. Fred schon nachsieht, oder? Ah, können wir doch. Juhu, Dr. Fred. Und weg ist er. Laufen wir nochmal nach. Ich will nämlich mal kurz was ausprobieren. Und die erste Zeitungsmeldung, die kommen immer zwischendurch mal. Kühe umgeworfen, Polizei staunt, unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Die Pläne. Oder mache ich das später? Ich glaube, das mache ich später. Ich gehe dann erstmal jetzt die Pläne holen. Ich denke mal, Dr. Fred dürfte jetzt da hinten sich noch irgendwo rumtreiben. Nun, wo ist Dr. Fred? Komm, dann, wenn wir jetzt eh schon mal hier oben sind, will ich mal was ausprobieren. Wir öffnen mal die Tür. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Ja, und jetzt sehen wir hier auch das erste Mal das Interaktionsmenü, oder beziehungsweise wie es halt nach Militärsachen in Adventures üblich ist, dass man jetzt verschiedene Antworten auswählen kann. Was haben wir da? Hast du die Militärsache auch aufgegeben? Wir hatten ja bei Maniac Mansion Deluxe war er ja doch ziemlich militärfixiert, wer sich erinnert. Was machst du denn so den ganzen Tag? Was machst du so den ganzen Tag? Sorg dich nicht um mich. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Ich glaube, ich stelle die Textgeschwindigkeit doch noch ein bisschen runter. Geht das damit? Wenn ich wüsste, wie es geht. Na gut, dann lassen wir es doch mal so. Muss da mal vielleicht nachher mal die Tastaturbelegungen anschauen. Okay, nette Briefmarkensammlung. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Wie schön. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Und was ist aus dem alten Hamster geworden? Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Ah, das mit den Untertiteln ist doch schon etwas nervig, merke ich gerade. Was denn für ein Geräusch? Oder was war das denn für ein Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ja, und da kann ich noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar war es im... Ich glaube, im Maniac Mansion Deluxe haben sie die Möglichkeit entfernt. Im Original Maniac Mansion war es möglich, halt auch diesen Hamster zu klauen von Ed. Und den halt dann in die Mikrowelle zu packen. Und ja, daher kommt dann auch dieses Ding, dass er dann ertönt, wenn die Mikrowelle fertig ist, und damit bringt er das jetzt immer in Verbindung. Der Hamster braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung.
Nun, manchmal benutzt er es in dem Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Sehr schön. Ja, sind eigentlich alle deine Hobbys so interessant? Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihm mal etwas passiert... Oh ja. Wie geht's euch denn so? Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Ja, Ted werden wir auch noch sehen. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. So, und jetzt will ich nämlich mal ausprobieren, ob es funktioniert, wenn ich hier den Computer, wenn wir den Computer nämlich benutzen. Lass mal anschauen. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Ich leider nicht mehr. Wenn wir diesen Computer nämlich benutzen, können wir das originale Maniac Mansion spielen. Also jetzt nicht die Deluxe-Version, sondern wie es halt damals war. Und ich versuche, ob das funktioniert. Ich glaube, wenn ich es mit Scum VM aufgenommen hätte, wird dann die Aufnahme abbrechen. So, jetzt hoffe ich mal, dass die hier bei der DOSBox nicht abbricht. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Benutzen wir den doch mal. Okay. Da sind wir wieder, aber ich befürchte, ich muss es schneiden. Aber jetzt sehen wir hier nochmal das originale Maniac Mansion, wie es damals war. Ich gehe mal kurz auf Start. Vor genau 20 Jahren. Ja, und so klang das dann damals 1987, 88, als sie rausgekommen ist. Ja, kann ich das irgendwie abbrechen? So. Ist auch relativ laut. Genau, dann können wir hier auch noch Spielchen speichern, laden und so weiter. Wie kann ich das beenden? Neu starten will ich nicht. Weiterspielen. Ich fürchte, ich muss gleich nochmal einen Schnitt machen, wie das hier aussieht. Hier kann ich nichts. Gerade die F-Tasten durchprobieren. Dann können wir den Sound umstellen. Hier komme ich aber auch nicht weiter. War hier sonst nicht immer noch ein Text? Ach, das steht jetzt da oben drin. Ich dachte gerade schon. Ja gut, dann brechen wir mal kurz die Aufnahme ab. Dann schneide ich das gleich wieder zusammen. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Ja, dieser kleine Ausflug. Ich glaube, da kommt man auch gar nicht irgendwie mehr, nicht mehr richtig raus. Aber da habt ihr mal gesehen, wie es dann im Original aussah. Und wo wir schon mal hier sind, der Hamster, der hier Zeitung liest, schauen wir uns nochmal gerade an. Er liest das Wall Street Journal. Will eventuell Börsenspekulationen betreiben. Aber wir sacken den jetzt einfach mal ein. Zack, da, Hamster. Gut, und jetzt gehen wir mal wieder nach runter, dass wir noch ein bisschen was Story-Relevantes in der Folge geschafft kriegen. Wir gehen wieder zurück ins Labor. Die DMD-Räume werden wir uns später mal kümmern. Einmal nach unten und wieder in die Uhr. Gucken, ob es wieder in den Kopf stößt. Sieht so aus, jetzt haben sie es einfach rausgeschnitten. Beziehungsweise die Animation vorher beendet.
Gut, wir haben hier einen Hamstergenerator. Dafür ist dann wahrscheinlich der, ist dann der Arbeitsplatz in Anführungsstrichen vom Hamster. Klar, dass er dann irgendwann anfängt zu schwitzen. Schauen wir uns hier nochmal an. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ja, können wir den Hamster da draufsetzen? Wow, schau mal. Es funktioniert. Allerdings verschwindet dann das Rad. Gut, den Hebel können wir auch umlegen, aber es bringt halt jetzt nicht so viel. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Genau. Was haben wir denn hier hängen? Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Nicht schlecht. Ich glaube, ich, ja, ich hatte überlegt, ob ich den Text vielleicht noch ein bisschen schneller mache. Geht aber gerade nicht, weil das ist nämlich die gleiche Taste wie die Aufnahmetaste. Müsste ich nochmal schneiden. Das spare ich mir jetzt einfach mal. Gut, wir nehmen uns jetzt die, Patent angemeldet. Ja, nehmen wir uns mal. Zack. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Tja, scheinbar auch Schallwellen. Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred, wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Ja, und jetzt können wir nämlich hier, wie schon bei Maniac Mansion, hier zwischen den Charakteren hin und her schalten. Jetzt haben wir hier einmal Bernhard, wenn wir da draufklicken. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter! Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Tja. So, dann machen wir hier mal einen Schnitt. Noch eine kurze Anmerkung von mir. Die Sache mit den Superbatterien. Beziehungsweise die Sache mit dieser Superbatterie, das war bei der Diskettenversion früher der Kopierschutz. Das heißt, man muss dann im Handbuch nachschlagen und eine bestimmte Kombination einstellen. Beziehungsweise habe ich euch dann bei der
bei der Dings gezeigt, bei der CD-Hüllenvorstellung im 0. Video. Gut, Dr. Fred sitzt hier rum, trinkt seinen Kaffee. Wir machen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.